In diesem Video bekommst du die Top 10 Skill Moves in EAFC. Der erste Skill ist ein 5-Sterne-Trick, mit dem du im 16er Tore garantierst. Denn das Starke am Elastico ist, dass du im Strafraum, wenn du parallel zum Tor Gegner läufst, nicht nur schnell am Gegner vorbeikommst, sondern danach auch im perfekten Winkel stehst, um ins lange Eck abzuschließen. Den Elastico führst du aus, indem du den rechten Stick zur Seite flickst und dann unten herum drehst und an der anderen Seite wieder loslässt. Der Lacroqueta ist ein 4-Sterne-Skill-Move, sehr, sehr effektiv, insbesondere gegen Gegner, die sich auf dich zubewegen. Für den Lacroqueta einfach L1 oder LB gedrückt halten und dann mit dem rechten Stick nach rechts oder links, je nachdem an welcher Seite du am Gegner vorbei möchtest. Skill Nummer 3, so einfach, so effektiv, der Fake Shot. Ähnlich wie beim Elastico, nur dass du den Fake Shot mit jedem Spieler machen kannst, ist, dass du einmal eine schnelle Bewegung um den Gegner herum hast, plus du kommst danach auch wieder in den richtig guten Schusswinkel, wenn du das hier im 16er machst. Für den Fake Shot einfach ganz normal Kreis für den Schuss drücken und dann aber mit X abbrechen, also B und A auf der Xbox. Und wenn du den linken Stick dabei noch in eine Richtung zeigst, ist das die Richtung, mit der du aus diesem Skill Move rauskommst. Sehr, sehr gut ist der Fake Shot auch, um an einem Torwart vorbeizukommen, der rausläuft. Den Fake Shot kannst du auch mit der ersten Ballberührung ausführen. Der sogenannte First Time Fake Shot funktioniert genau wie der normale Fake Shot. Dazu einfach, wenn du einen Ball spielst mit dem Passempfänger, den steuerst du ja automatisch sofort, sobald der Ball deinen passenden Spieler verlässt, steuerst du sofort den Passempfänger. Auch wieder mit Kreis, noch bevor der Ball 50% des Passweges durchlaufen hat, mit Kreis den Schuss aufladen und dann mit X abbrechen, den linken Stick wieder in eine Richtung halten. Und dann machst du mit der ersten Ballberührung diesen Fake Shot. Nächster Skill Move ist der McGeady Spin, ein 5-Sterne Skill Move. Du musst einfach den rechten Stick zuerst nach oben und dann nach rechts oder zuerst nach oben und dann nach links flicken. Das Besondere an dem Skill Move ist, dass du ganz, ganz schnell deine Laufrichtung ändern kannst und so natürlich viele Spieler aussteigen lassen kannst. Skill Nummer 5, wieder sehr, sehr einfach, die Ballrolle. Die Ballrolle ist der vielleicht wichtigste Skill Move im ganzen Spiel. Dafür einfach mit dem rechten Stick vom Spieler aus gesehen nach rechts oder nach links gedrückt halten, dann macht der Spieler diese Bewegung. Perfekt geeignet, um einen freien Passweg zu erzeugen. So wie hier. Hier ist eigentlich ein Gegenspieler im Weg, der könnte mit einer Grätsche, mit einem langen Bein den Ball abfangen. Durch die Ballrolle garantierst du den freien Passweg und kannst danach super sauber spielen. Zweite Sache, um den Ball abzustürmen. Hier kommt ein Gegner auf mich zu. Ich mache einfach mit dem rechten Stick wieder die Ballrolle und sofort ist mein Körper zwischen dem Ball und dem Gegenspieler und der Gegner kann hier, wenn er tackelt, nur Foul spielen. Der super Speed Boost, um an Gegnern vorbeizukommen, Heel-to-Heel-Flick. Ganz, ganz stark, wenn du so parallel zum Gegner stehst, den rechten Stick zuerst nach oben und dann nach unten flicken, vom Spieler aus gesehen. Und das gibt dir so einen Tempo-Boost, dass du ganz, ganz schnell mit Ball am Gegner vorbeikommst. Nächster Skill-Move ist eine Kombination aus Fake-Shot und Ballrolle. Dazu einfach den rechten Stick in eine Richtung und den Fake-Shot mit dem linken Stick in die entgegengesetzte Richtung ausführen. Und dadurch kannst du sehr, sehr gut, wenn du das zwischendurch mal einstreust, du hast ein paar Mal den Fake-Shot gemacht, ein paar Mal die Ballrolle, die Gegner aussteigen lassen. Und mit 5 Sterne Skills gibt das hier sogar so eine geschmeidige Bewegung, den Scoop. 3 gute Skills haben wir noch im Video und als nächstes den Roulette. Eine 360 Grad Drehung, dafür einfach den rechten Stick um 360 Grad drehen und auch hier wieder sehr, sehr gut wie beim Lacroqueta. Wenn der Gegner auf dich zukommt und deswegen weniger Zeit hat zu reagieren, kannst du sehr, sehr schön mit dem Roulette dich einmal um ihn rumdrehen und bist vorbei. Das Strafe Dribbling ist einfach perfekt, um auf engstem Raum zu dribbeln. Gerade mit Spielern, die groß sind, die schlechte Beweglichkeitsstats haben und wo das Risiko hoch ist, dass du den Ball verlierst, da kann Strafe dich wirklich retten. Einfach L1 halten und den linken Stick bewegen, dann bist du im normalen Strafe Dribbling, kannst das nur Richtung Tor machen. Und wenn du dabei noch R1 gedrückt hältst, dann bist du sozusagen im Locked Strafe Dribbling heißt das und kannst das in alle Richtungen des Spielfelds ausführen. Für die Sidebridge braucht man nur 1-Stern Skill und kann seine Gegner richtig eiskalt erwischen. Mega effektiv auch wieder am 16er, um am Gegner schnell vorbeizukommen. L1 und R1 gedrückt halten oder LB und RB auf der Xbox und dann einfach mit dem rechten Stick nach rechts oder nach links gehen. Mit dieser 4-2-3-1 kannst du die Skill-Moves perfekt einsetzen und mehr Tore schießen. Abonnier den Kanal, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.